Du bist viel zu gestört für eine Sitzleistung. Außerdem bist du hässlich. Und du kannst nicht. Du wirst auch nie gesund werden. Wie soll sich dein Leben jemals ändern? Besser du versuchst es gar nicht. Heute geht es um Glaubenssätze. Insbesondere darum, wie man Glaubenssätze rausfindet, so ein bisschen ja auch herausfindet, wo die herkommen könnten. Zu unterscheiden, ob ein Glaubenssatz hilfreich ist oder nicht, zu sehen, ob der Glaubenssatz mich einschränkt oder nicht. Und dann werde ich noch ein Video dazu machen, wie man Glaubenssätze verändern kann und austauschen kann. Und ja, heute geht es erstmal so ein bisschen um das Protokollieren, um das Herausfinden. Und ich werde auch so ein bisschen was dazu sagen, was ich glaube, wie man zum Beispiel durch eine Veränderung von Glaubenssätzen aus Depressionen, aus Essstörungen, aus sozialen Phobien herauskommen kann. Denn ganz oft ist es so, dass hinter diesen ganzen psychischen Erkrankungen Grundannahmen stecken, also Glaubenssätze, die dazu führen, dass derjenige nicht glaubt, wieder gesund zu werden, nicht glaubt, die Angst überwinden zu können, nicht glaubt, geliebt zu werden, wenn er vielleicht etwas mehr wiegt, nicht glaubt, sein Leben meistern zu können, wenn er zum Beispiel die Kontrolle von Essstörungen aufgibt. Und ja, ich hätte mir gewünscht, ich hätte viel früher mit Glaubenssätzen gearbeitet und ja, habe das im NLP sehr intensiv gemacht, teilweise aber auch schon in der DBT. Da werde ich auch noch eine Aufgabe quasi zu teilen hier, die ihr zu Hause selber machen könnt. Und ja, ich lege mal kurz los mit zum Beispiel Glaubenssätzen, die jemand haben könnte, wenn er depressiv ist oder eine Angststörung hat oder sehr viel prokrastiniert. Das ist zum Beispiel auch, wenn jemand nie ins Tun kommt, dann steckt da manchmal auch ein Glaubenssatz dahinter von vielleicht sogar, ich bin dumm und schaffe das sowieso nicht. Also angenommen, man will für eine Prüfung lernen. Man schiebt es immer weiter, weil man so eine große Angst hat, durchzufallen, also eine Versagensangst, wo dann wieder dahinter stecken könnte, ich bin zu dumm dafür, ich schaffe es nicht oder ich kann nicht lernen oder alle anderen sind besser als ich oder es lohnt sich sowieso nicht anzufangen. Und ja, wenn diese Glaubenssätze da sind, dann schiebt man das immer weiter, weil in dem Moment, wo man sich an den Schreibtisch setzt, dann kommen ja diese Gedanken, dass man das eh nicht lernen kann, diese Gedanken, dass man es nicht schaffen kann. Das ist ja ein unangenehmes Gefühl, das vermeidet man, deswegen schiebt man es vor sich her und prokrastiniert. Wenn man sich das bewusst macht, kann man in dem Moment sagen, aha, okay, ich habe gerade wieder diesen Gedanken, mein Gehirn sagt mir gerade, ich schaffe das nicht, das stimmt aber nicht unbedingt, deswegen setze ich mich jetzt hin und lerne. Weil in dem Fall, wenn jemand dann wirklich nicht lernt, die Prüfung versemmelt, bestätigt er sich seinen eigenen Glaubenssatz selbst. Das ist auch so ein bisschen wie eine Selbstsabotage dann, dass man quasi sich selbst immer wieder bestätigt, dass man bestimmte Dinge, die man über sich glaubt, auch nicht kann. Und ja, wenn man das durchblickt hat, kann man dran arbeiten und genauso ist es bei der sozialen Phobie. Wenn Gedanken da sind wie alle anderen reden über mich, die mögen mich auf jeden Fall nicht, ich bin hässlich, angenommen, man trifft sich zum Sport und man denkt, ich kann das nicht oder ich werde mich blamieren, dann ja, wenn man sich über die Glaubenssätze bewusst ist, die dahinter stecken, dann kann man halt sich dafür entscheiden, entgegengesetzt zu handeln und zu sagen, okay, ich habe zwar Angst, ich habe Angst, dass das und das passiert, ich habe Angst, dass ich das und das nicht kann und auch zu dem, was dahinter steckt, also die Angst dann vielleicht abgelehnt zu werden oder ausgelacht zu werden, das alles bewusst wahrnehmen, aufschreiben und dann trotzdem in Aktion treten und die Dinge tun. Genau. Aber kommen wir zum Punkt. Wie finde ich überhaupt heraus, was für Glaubenssätze jemand hat? Na? Weil, ja, ich zum Beispiel bin schon relativ reflektiert, hinterfrage meine Gedanken, aber das macht vielleicht nicht jeder, der jetzt noch keine Psychotherapie gemacht hat, der sagt halt, ja, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, ich will da halt nicht hingehen. So. Der ist sich vielleicht noch nicht bewusst, dass er da nicht hingeht, weil er Angst vor Ablehnung hat oder so. Und um herauszufinden, welche Glaubenssätze man hat, dann kann man sich so ein paar Fragen stellen. Also zum Beispiel, was ist mir besonders wichtig? Wenn dann jemand sagt, ja, mir ist besonders wichtig, gut auszusehen. Und dann kann man sagen, ja, okay, dir ist wichtig, gut auszusehen. Und was steckt dahinter? Also wozu brauchst du das? Also was gibt dir dieses gute Aussehen, kann man dann fragen. Und meistens ist es so dann, ja, vielleicht finde ich dann schneller einen Partner. So. Oder ich werde angenommen oder ich werde nicht ausgelacht.
Und dann steckt da wieder hinter, okay, man möchte angenommen werden, man möchte soziale Beziehungen, das ist einem wichtig. Und eigentlich ist es nicht das Aussehen, aber das Aussehen ist quasi Mittel zum Zweck, um was dahinterstehendes zu erreichen. Und so kann man halt immer, immer weiter fragen. Was ist so gut daran, einen Partner zu haben? Ja, dann bin ich vielleicht nicht alleine, dann bin ich nicht einsam. Und dann steckt dahinter, okay, ich möchte nicht einsam sein, deswegen ist mir mein Aussehen so wichtig, weil in meinem Kopf ist mir mein Aussehen, gibt mir die Freikarte dafür, dass mich jemand liebt und ich dann nicht alleine bin. Oder dass dann jemand für mich sorgt oder Sicherheit oder was auch immer. Also da ist es auch wichtig, dann irgendwie Mitgefühl mit sich selbst zu haben, wenn man an irgendeiner oberflächlichen Sache hängt und man fragt sich so, warum ist mir das so wichtig? Also in meinem Fall war es zum Beispiel, dass ich arbeite, immer arbeite und funktioniere. Aber im Endeffekt war ja nicht das Wichtige nur die Arbeit unbedingt, sondern auch das Gefühl von finanzieller Sicherheit, das Gefühl von Anerkennung, ja, das Gefühl dazuzugehören. Und ja, das sind halt auch so Punkte, ne? Da stecken oft Ängste dahinter dann am Ende. Ja, also man kann fragen, was ist dir besonders wichtig, um zum Beispiel, und dann mal aufschreiben, was ist mir besonders wichtig im Leben, warum tue ich bestimmte Dinge? Also warum gehe ich regelmäßig zum Sport? Warum gehe ich bestimmte Dinge nicht an? Warum vermeide ich bestimmte Situationen? Was steckt dahinter? Welche Angst steckt dahinter? Welcher Wunsch steckt dahinter? Genau, und dann auch zum Beispiel zu fragen, wofür brauchst du das? Also angenommen, auch gutes Beispiel von mir. Ja, ich bin ja sehr viel laufen gegangen vor 3 Jahren, würde ich mal so sagen, vor 3,5 Jahren sogar, das ist schon ewig her. Und da zum Beispiel zu fragen, warum tue ich diese Tätigkeit, warum mache ich das? Ja, und dahinter steckt halt bei mir die Überzeugung, ja, wenn ich nicht laufen gehe, dann kann ich meine Emotionen nicht regulieren, dann streite ich ganz viel, dann verliere ich meine sozialen Kontakte, dann verliere ich meinen Job. Und dann habe ich ein ganz furchtbares Leben, weil ich mich nicht mehr regulieren kann. Also es war jetzt nicht unbedingt der Sport sozusagen, der für mich, also der Verlust, der als lebensbedrohlich für mich war, sondern es war die Kausalkette quasi, die dahinter steckte. Und so kann man halt wirklich ganz gut recherchieren, wie komme ich zu einer Überzeugung? Warum tue ich bestimmte Dinge? Warum tue ich bestimmte Dinge nicht? Ein weiteres Beispiel wäre, ich bin anders als alle anderen. Das ist ein typischer Satz, den viele Leute mit Borderline haben und mir auch schon einige Leute von hier geschrieben haben, dass sie sich nur wünschen, normal zu sein. So, aber dann würde ich fragen, also wenn ich dich jetzt im Coaching hätte, würde ich fragen, warum ist es dir so wichtig, normal zu sein? Was gibt es dir, normal zu sein? Wofür brauchst du das? Oder was passiert, wenn du nicht normal bist? Und da ich diesen Glaubenssatz halt auch schon mal hatte, kann ich sagen, für mich war das so, wenn ich normal bin, gehöre ich dazu. Wenn ich normal bin, funktioniere ich wie alle anderen. Ich werde nicht ausgegrenzt. Ich habe ein gewisses Maß an Sicherheit. Und all so eine Punkte. Ich könnte jetzt ewig weiter darüber reden, über einen einzelnen Glaubenssatz. Und falls du einen bestimmten Glaubenssatz hast, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Und ich kann ja dazu mal meine Gedanken sagen. Ja, genau. Und wenn du anfängst, mit Glaubenssätzen zu arbeiten, dann kannst du dir auch die Frage stellen, woher habe ich diese Überzeugung? Wann in meinem Leben ist die entstanden? Weil wir werden natürlich in der Kindheit geprägt. Wir übernehmen auch teilweise Glaubenssätze von unseren Eltern. Also wenn wir immer wieder hören, das macht man nicht als Frau. Oder man ständig gesagt bekommt von seinen Eltern, ja, du bist zu dumm zum Studieren. Und man ist halt noch nicht so weit in der Entwicklung, dass man da sagen kann und reflektieren kann, nee, das ist nicht so, das ist deren Meinung, nicht meine. Als Kind ist man da leider weniger geschützt vor, ne? Man ist noch nicht so reflektiv. Und dann zu fragen, okay, ist das überhaupt meine Überzeugung oder habe ich diese Überzeugung von wem anders übernommen? Also kann man auch sein, dass man denkt, die Welt ist ein feindlicher Ort und ich muss mich schützen. So, das würde dazu führen, dass man sich zurückzieht und vielleicht haben es die Eltern so wahrgenommen und man hat es einfach übernommen. Das kann halt auch sein. Genau. Dann ist wichtig, welche Referenzerlebnisse man hat, weil Glaubenssätze verstärken sich, wenn sie bestätigt werden. Also das Beispiel zum Beispiel von der Prokrastination. In dem Moment, wenn ich halt Angst habe zu versagen, weil ich denke, ich bin dumm und ich kann das nicht und ich lerne, durch die Prüfung falle, dann bestätige ich halt diesen Glaubenssatz und habe quasi mir ein weiteres Referenzerlebnis für diesen Glaubenssatz geschaffen und er wird stärker.
habe ich entgegengesetzt gehandelt dann, und gelernt und ich schaffe die Prüfung, dann wird dieser Glaubenssatz über die Zeit, nicht sofort, immer schwächer, weil man sich bestätigt in etwas Konträrem. Und dann kann man irgendwann den Glaubenssatz entwickeln, ich kann lernen und ich kann die Prüfung bestehen. Genau. Ich glaube, also der wichtigste Punkt für mich ist zum Beispiel, welche Selbstsuggestion man sich gibt. Also wie rede ich mit mir selbst? Stehe ich, also da wäre auch der Punkt Affirmation wichtig. Das heißt, stehe ich morgens auf, gucke in den Spiegel und sage, ja, Maike, es ist ein guter Tag, du schaffst das, du siehst gut aus, alles wird gut, ich habe Vertrauen ins Leben und die Sache läuft. Dann bin ich wahrscheinlich motiviert, Dinge zu tun, motiviert, Neues auszuprobieren, motiviert, auf Leute loszugehen, zuzugehen, sorry. Und ja, das hat insgesamt einen positiven Einfluss, als wenn ich jetzt aufstehe und denke, boah, guck in den Spiegel, bist du hässlich, du kannst nichts, aus dir wird nie was, alle anderen mögen dich nicht, du bist gestört, du wirst nie was schaffen. Das führt dazu, dass ich eigentlich gerne wieder ins Bett gehen würde, weil mir das Leben zu anstrengend ist und ich ja sowieso nichts schaffe. Und das erzählt, also ja, man muss gucken, welche Schallplatte quasi im Kopf läuft, was man sich den ganzen Tag selbst erzählt. Mir hat das tatsächlich geholfen, mich mehrfach am Tag hinzusetzen mit einem weißen Zettel und ja, einfach mal Gedanken kommen zu lassen. Das kann man auch in einer stillen Meditation machen, in einer Atemübung. Die Gedanken, die da kommen, immer wieder, dann oft kommen auch Glaubenssätze und Überzeugungen. Oft kommen Ängste, oft kommen Grundannahmen über das Leben. Das einfach alles mal aufzuschreiben und ja, für sich zu sehen, okay, was erzähle ich mir den ganzen Tag? Wie rede ich mit mir selbst? Motiviere ich mich oder behindere ich mich? Und ja, wenn nicht jeder Glaubenssatz, den man hat, ist ja auch wirklich wahr. Also es ist genau wie jeder Gedanke, den man hat, ist ja nicht wirklich wahr. Und genau, so kann man auf jeden Fall vorgehen. Und es ist ja auch egal jetzt bei Glaubenssätzen, die es zu verändern gilt, ob die übernommen wurden von Eltern, die irgendwie schlecht auf einen eingeredet haben oder von Lehrern, die gesagt haben, du schaffst das nicht oder von Ereignissen, wo man vielleicht wirklich mal versagt hat, irgendeine Prüfung, die man nicht geschafft hat. Da muss man halt aufhören, das zu generalisieren. Nur weil man einmal was nicht geschafft hat, heißt das nicht automatisch, dass man es nie schaffen wird. Ich glaube grundsätzlich, dass ganz, ganz viele Menschen unter ihrem Niveau bleiben. War bei mir auch ganz lange so. Ich habe keine Beziehung geführt, weil ich dachte, ich bin zu gestört. Ja, und daher ist die Arbeit an Glaubenssätzen wirklich so, so wichtig. Genau. Für heute stelle ich euch noch ein Tool aus der DBT vor. Das nennt sich Glaubenssätze protokollieren. Man nimmt zum Beispiel eine Situation. Hier geht es darum, sich um einen Praktikumsplatz zu bewerben. Also die Situation, sich vorzustellen dort. Und da könnte zum Beispiel sein, also ein Gedanke, der dann aufkommt, ich werde mich blamieren, ich kann das nicht, ich habe nicht genug Qualifikationen für dieses Praktikum, ich werde den Platz eh nicht bekommen, auch wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe. Und die Grundannahme, die dann vielleicht dahinter steckt, wäre dann Schritt 3, wäre zum Beispiel der Gedanke, also der Glaubenssatz, ich bin dümmer als alle anderen, aus mir wird nie was, ich bin unfähig, ich bin wertlos, ich bin dumm, ich habe kein Selbstvertrauen und jeder wird es sehen, alle werden sehen, wie gestört ich bin und mir den Platz eh nicht geben. Also da kann man so richtig schön den inneren Kritiker rauslassen und alle Grundannahmen, die so in einem Schlummern, alle negativen Gedanken, Glaubenssätze aufschreiben. Und Schritt 4 wäre dann, den Verhaltensimpuls aufzuschreiben. So, und jemand, der besonders unter Vermeidungsverhalten leidet, neigt ja oft dazu, aus irgendeinem bestimmten Grund Dinge nicht zu tun. Also nicht rauszugehen aus Angst. Hier in dem Fall wäre es so, ich sage das Vorstellungsgespräch ab, weil ich plötzlich ein schlechtes Gefühl habe. Oder ich bekomme plötzlich sogar Magen-Darm-Probleme. Also Glaubenssätze können auch zu psychosomatischen Beschwerden führen tatsächlich. Wenn man sehr negative Glaubenssätze hat, die sich halt emotional richtig schlimm auswirken. Und ja, die Person sagt dann quasi den Praktikumsplatz ab. Das wäre der Verhaltensimpuls, der da ist, das zu tun und nicht hinzugehen.
fühlt sich ja erstmal erleichternd an, so, weil man hat diese unangenehme Situation, diese negativen Gedanken hören auf, weil man hat sich ja erleichtert, man muss sich dieser unangenehmen Situation der Angst zu versagen nicht stellen. Aber was dann kommt, ist ja schnell wieder das schlechte Gewissen. Und ja, deswegen gibt es immer einen Schritt 5, das Verhalten. So, das 4 war ja der Verhaltensimpuls, dass man halt sagt, okay, ich habe die Tendenz, ich möchte gerne nicht hingehen, weil es schwer für mich ist. Und das Verhalten wäre natürlich, ich habe gemerkt, negative Glaubenssätze sind aktiv geworden. Ich merke, ich spüre meine Angst. Der Glaubenssatz ist da, ich bin ein Versager, ich bin dumm, ich kann weniger als alle anderen. Aber dem gehe ich nicht nach, sondern ich beweise mir jetzt, dass ich das kann. Oder auch einfach nur vielleicht, ich bin offen für Neues und versuche das jetzt. Unabhängig davon, was für ein Ergebnis ich erreiche, bin ich stolz auf mich, dass ich dahin gegangen bin. So könnte man es auch machen. Genau, also vom DBT-Skills-Training her, Glaubenssätze protokollieren, geht halt in kurz nochmal wie folgt. Situation, also sich eine Situation rausnehmen, wo man Probleme hat, die Situation aufschreiben. Zweitens die Gedanken dazu aufschreiben. Drittens die Grundannahmen, Glaubenssätze dazu aufschreiben, die dahinter stecken. Viertens den Verhaltensimpuls rausfinden, also den Impuls vielleicht was abzusagen, den Impuls einen Wutausbruch zu kriegen, was auch immer. Und fünftens das Verhalten protokollieren, beziehungsweise da halt dann auch das entgegengesetzte Handeln. Das heißt, wenn man den Impuls hat, nicht hinzugehen, trotzdem hinzugehen. Und ja, wenn es da zu Konflikten kommt, dann mache ich nochmal ein Video zu, wie man seine Glaubenssätze Stück für Stück verändert. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein mit meinem Einstiegsvideo zum Thema Glaubenssätze. Ja, falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und sonst sage ich erstmal bis dann. Tschüss!